herzlich willkommen hier beim Podcast Flow to Bloom, deinem Podcast für das Erblühen deiner authentischen Kreativität. Es soll hier um deine Schöpferkraft gehen und darum, wie sie dir hilft, dein Leben in Freude und Fülle zu gestalten. Hast du dich schon einmal gefragt, wie du authentisch kreieren kannst? Das heißt, dass du dich wirklich auf dich fokussierst und aus dir heraus erschaffst? Hierbei geht es vor allem darum, auch so diese äußeren Einflüsse einmal außer Acht zu lassen. Auch wenn das schwierig ist heute und wir überflutet sind von ganz vielen Bildern und mehr auch künstlich generierten Bildern und Illustrationen, Filmen, Texten, Inhalten und auch Ausdrucksformen, finde ich es umso wichtiger, ein Gespür dafür zu bekommen, was echt und authentisch ist. Nicht nur damit wir das unterscheiden können und auch hinterfragen können, was wir wollen, ob wir diese künstliche Intelligenz einsetzen wollen und wie, sondern auch einfach für dein Kreieren, dass du nicht zuletzt dich dann auch an diesen künstlich erschaffenen Welten orientierst und dass so ein Einheitsbrei aus dem immer gleichen, repetitiven, abgespultem Stil gibt. Das eben ist etwas, was ich sehr kritisch betrachte und was ich finde, das tötet unseren Sinn ab, für unsere inneren, feinen Sinne ab, weil wir so im Außen sind und weil das solche Bildwelten sind, die wir nie erschaffen können. Also künstliche Intelligenz erschafft wunderschöne Bilder, aber wenn du da hineinspürst, sind sie auch irgendwie immer dasselbe und ein bisschen seelenlos. Und genau darum geht es. Dass es unperfekt sein darf, dass es Seele haben darf, dass es die Perspektive und die Lichtsetzung eben nicht diese Perfektion haben, dafür Charakter. Ja, in der Schweiz gibt es dafür so ein Sprichwort, das bezieht sich eigentlich, oder so ein Ausspruch, das bezieht sich eigentlich auf die Musik und das heißt mehr Dreck. Bedeutet einfach mehr Dreck. Also lass mehr Unvollkommenes, mehr Skizzenhaftes, mehr auch so impulsives stehen und höre auf, eine Perfektion anzustreben, die künstliche Intelligenz in einem Fingerschnipsen hinkriegt, wofür du aber Stunden, Tage brauchst. Und auch ich bin fasziniert von diesen Bildern, von diesen Bildmaschinen und ich weiß, dass sich das weiterentwickeln wird. Und es ist in der Logik der Sache, in der Natur der Sache, dass sich diese Technik noch einmal mehr weiterentwickelt wird und auch die Fotografie Einzug hält in dieses künstlich Bild erstellen. Momentan sind es ja auch so, eben in meinem Umfeld als Illustratorin und Grafikerin sind es vor allem Illustrationen und dann auch so animierte, einfach Illustrationen. Es werden aber auch schon Texte, Blogtexte mit künstlicher Intelligenz geschrieben und solange das ein Werkzeug ist, ist das vollkommen legitim und in Ordnung. Einfach, ich möchte dich da ein wenig wachrütteln und dazu Stellung nehmen, weil ich finde, eben genau dieses Gespür für das eigene, die Originalität des Menschen und ganz spezifisch deine eigene wahre Natur, deine Originalität, das sind Dinge, die hier nicht geschätzt werden, weil, wie gesagt, es so ein Einheitsbrei ist, eine Einheitsästhetik, die man überall antrifft und ich finde es dann auch
Ja, ich sehe dem sehr, ja, mir tut das schon fast leid, ich sehe dem sehr skeptisch zu, wenn Illustratoren, Illustratorinnen diesen künstlichen Intelligenz generierten Stil versuchen zu erreichen, zu kopieren. Das ist genau das Gegenteil, worum es geht. Und dafür möchte ich dich hier auch ein wenig sensibilisieren und dir zeigen, wie du es schaffst, aus dir selbst heraus deine Welten zu erschaffen und auch deine inneren Welten, deine inneren reichen Welten zu fühlen. Es geht auch sehr viel ums Gefühl, das wahrzunehmen, auf diese Empfindungsebene zu gehen, raus in die Natur zu gehen, alles, was du siehst, all die Schönheit im Alltag zu sehen, in den kleinen Dingen zu sehen, an den Blumen am Wegesrand zu entdecken und daraus dich inspirieren zu lassen, den Blick auch nach innen zu richten, deine feinen Sinne zu aktivieren und dann damit Bilder zu generieren. Und es ist eben kein Generieren, so wie es eigentlich eben die künstliche Intelligenz macht, sondern es ist ein Weben. Ich stelle mir das immer so vor, dass sich hier Schicht über Schicht webt und deine Gedanken, deine inneren Welten, sogar deine Haltung, deine Gedanken, alles ist gespeichert in diesem Bild. Und das strahlt dieses Bild aus und das ist die Seele dieses Bildes. Das trägt diese Information, diese Frequenz, man könnte auch sagen, diese Energie in sich und strahlt das auch wieder aus. Und so können Bilder durchaus Heilung bringen oder eine Balance bringen. Sie können auch dich über gewisse Welten an Dinge erinnern, die du vergessen hast. Du kannst damit wieder in Kontakt kommen und dich wieder mit dieser urmenschlichen Essenz verbinden. Die urmenschlichste Essenz, die wir haben, ist meine Meinung, meine Ansicht und ein Gedankenangebot an dich, ist unsere Schaffenskraft, unsere Kreativität. Diese Kreativität wurde benutzt, um sie einzuschränken. Also wenn wir schon schauen, wie unsere Kinder, wie das Schulsystem durchlaufen, da bleibt die Kreativität auf der Strecke, wobei das kommt jetzt wieder. Ich habe das Gefühl, das ist wieder im Anmarsch. Dass die Eigenständigkeit, diese Eigensinnigkeit im wahrsten Sinne des Wortes wieder Wert bekommt. An dieser Stelle möchte ich gerne einen kleinen Einblick mit dir teilen, der sehr gut zu diesem Thema passt. Und zwar ist das ein kleines Video, das ich vor langer Zeit gemacht habe, eines meiner ersten Videos hier vor 2-3 Jahren. Und ich denke einfach, das illustriert sehr gut, worüber ich hier spreche. Ja, lass es auf dich wirken und danach werde ich dir noch einiges über das Eigensinnige manifestieren und über deinen eigenen Weg erzählen. Ein Baum ist auch seine Wurzeln, die im Verborgenen liegen. Er ist Teil des Erdreichs und durch den Wind, der durch seine Krone streicht, ebenso Teil des Himmels. Der Baum ist genauso wie wir. Wie den Wind oder den Regen nehmen wir die Inspiration um uns herum in uns auf. Wir lassen sie in uns hineinfließen. Und daraus entsteht dann die Eingebung, die sich weiterentwickelt zur Idee, bis dann die Vision daraus erblüht und aus dieser Vision heraus entsteht das kreative Werk, das wir dann mit dem Erschaffen auf den Boden bringen. Und daran erinnere ich mich
wenn ich unter freiem Himmel manchmal direkt auf der Erde sitzend arbeite. Das Gras und den Wind an meiner Haut spüre, den Gesang der Vögel und das Summen der Bienen in den Ohren, den Duft der Blumen rieche. Zwar ist dieser Garten ein Stück in eine formgebrachte und gestaltete Natur, und doch bahnt sie sich ihren Weg, um ungezügelt und üppig aus allen Fugen zu brechen. Diese beeindruckende Opulenz, mit der die Pflanzen in ihren Farbreigen explodieren, überträgt sich auf meine Kunst. Und die Formenvielfalt der Blüten, Stiele, Stempel, Rispen, Ranken, Blätter, Ähren, Knospen und Kapseln sind eine nachhaltige Inspirationsquelle. Mir scheint, als ließe sich unter freiem Himmel ein Stück freier denken, atmen und wirken. Und mir scheint, als würde der Duft der Blumen in den Farbreigen auf dem Papier mit einfließen. Als würde der Wind mit den Farben spielen und die Klänge des Gartens, das Rascheln der Blätter im Wind sich mit hineinweben in die Formen auf meinem Blatt Papier. Eigensinnig zu sein ist ja ein ins Negativ verdrehter, verzerrter Ausdruck. Eigensinnig zu sein bedeutet, wir alle erschaffen unsere eigene Realität aus uns heraus selbst. Und genau dort ist der gefährliche Knackpunkt, finde ich, wenn man sich zu stark vergisst, wenn man dieses Urmenschliche vergisst und sich zu stark in diese künstlich generierten Welten hineinbegibt und das dann nicht mehr unterscheiden kann auch. Das, was künstliche Intelligenz kann, ist imitieren. Das kann sie wunderbar zur Perfektion getrieben und das wird noch weiter passieren. Und das kann auch dazu führen, dass wir Menschen uns entmutigt fühlen, Bilder zu malen. Oder es ist einfach gar nicht mehr nötig, Bilder zu malen. Und das ist unglaublich schade, denn wie eben erwähnt, steckt in diesem Bildermachen Heilung für dich. Heilung im Sinn von Balance, von Ganzsein, von sich selbst erkennen, seine eigene, ureigene Essenz erkennen und ausdrücken. Das steckt in diesem Bildermachen, innere Bilder nach vorne weben in die Welt, in dieses Manifestieren. Und über diesen Weg, diesen Kreativitätsweg, lernt man zu manifestieren. Man lernt, dass die ganze Welt eigentlich durch seine eigenen Gedanken produziert wird. Wie es schon, ich denke, es war Marcus Aurelius, der gesagt hat, muss ich schnell nachdenken, in dem Sinne von unsere Gedanken erschaffen unser Leben. Und das ist eine sehr weise Aussage, auch eine zeitlose, auch schon sehr alte Aussage, wenn man das bedenkt. Und es ist immer noch wahr. Und genau das, diese Entmutigung, selbst in die Kreativität zu gehen, über diese Fülle von schnell generierten, perfektionierten Bildern. Genau diese Entmutigung findet, wie ich das wahrnehme, auch statt. Und wahrscheinlich wird auch der Illustrator, die Illustratorin weitgehend ersetzt werden. Und auch der wirtschaftliche Aspekt, das Interesse, Designer, Designerinnen auszubilden, schwindet. Also es geht auf eine andere Ebene. Ich hoffe, dass es so ist wie mit der Erfindung des Fotoapparats und die Kunst somit auch den Anspruch verloren hat, Realistisches abzubilden und auf eine neue Ebene gegangen ist. So hoffe ich, dass auch passiert das hier, dass eben genau
dieses Sehen, dass das seelenlos ist, uns dazu bringt, dieses Seelenvolle zu suchen. Du könntest dem auch sagen, dass dieses Essenzvolle, dieses das, was eine gewisse Persönlichkeit in sich trägt und dass so eine kollektive Welt in uns vielleicht auch zeigt und uns somit auch rückverbindet mit unseren Erinnerungen oder mit unseren Träumen oder mit dem, was wir sind, mit unserem Weg, mit unserem Herzensweg, mit unserem Seelenweg, wie du es nennen magst. Und diese Rückverbindung ist etwas, das unglaublich wichtig ist in dieser Zeit, weil daran können wir uns orientieren. Unser Seelenweg, unser Herzensweg ist unser Leitstern durch die Zeit, die ist, die kommen wird. Und ja, wie gesagt, es ist mir wirklich ein Anliegen, das hier auch mit dir so anzuschauen, vor diesem Hintergrund, aber auch dich zu motivieren, Bilder zu erschaffen und deine Unperfektheit, die Unperfektheit deiner Bilder zu umarmen, dieses Optimieren wollen loszulassen. Ich werde in Zukunft auch noch ein paar solche Flow-Impuls-Videos machen, bei denen es wirklich darum geht, kurz und knapp ein paar Dinge zu sagen, und die kürzer sind als dieses 20-25 Minuten Format des Videoblogs. Nur das als kleine Vorschau. Und da werden auch die verschiedenen Monate mit ihrer eigenen weiblichen Schaffenskraft vorgestellt, mit denen ich in Verbindung gegangen bin und die dann auch hier in diesen kleinen Impulsen, aber auch eingebunden in diese Videos Thema sein werden in Zukunft, den nächsten paar Monaten. Mir ist es auch immer sehr wichtig, dir hier auch Beispiele zu liefern, wie ein solches intuitives Kreieren mit dir in deiner eigenen Natur vonstatten gehen kann. Und dazu eignen sich natürlich auch die Videoblogs, die ich mache. Und ich würde dir das ans Herz legen, wenn dich dieses Thema interessiert und du hier noch ein wenig in die Tiefe gehen möchtest, hüpfe rüber vom Podcast in meinen Bereich des Videoblogs. Und hier zeige ich dir, wie ein Bild entstanden ist, eben genau in dieser Art und Weise. Und ich denke, das wird helfen, so dieses intuitive Erschaffen noch einmal tiefer zu verstehen. Und hierbei spielt es überhaupt keine Rolle, was du erschaffst. Wir können ja überhaupt nicht nicht erschaffen. Denn durch alles, was wir entscheiden in unserem Leben, erschaffen wir etwas. Durch alles, was wir nicht entscheiden, erschaffen wir etwas. Entscheidend ist hier der Raum der Möglichkeiten, den du dir selbst schenkst und zugestehst. Einfach auch diesen Raum dir zu öffnen, dieser Raum, der eben auch diese Kreativzeit mit dir sein kann, aber nicht muss, und der hier, dir hier die Gelegenheit gibt, wirklich auch dich zu erkennen, dich mit deinen Themen und Fragen auseinanderzusetzen. Und auf der anderen Seite gibt das auch die besten Bücher, die besten Bilder, die besten Podcasts, wenn du einfach authentisch aus dir heraus erschaffst und das für dich Naheliegendste, deine innersten Themen nimmst, die dich beschäftigen, und durch das Teilen deiner Lösungen eine höheren Perspektive darauf auch mehr Bewusstsein und mehr Licht in die Welt bringen kannst. Dazu möchte ich dich hier in diesem Podcast inspirieren, und es warten noch viele interessante Themen und auch Gespräche hier auf dich, die zurzeit bei mir hier in der Pipeline sind, die am Entstehen sind, in diesem Entstehungsprozess sind. Und
Dazu möchte ich dich einladen, auch hier immer wieder mal reinzuschauen, vielleicht auch ein Abo dazulassen, damit du dann die Nachricht bekommst, dass ein neues Video aufgeschaltet ist oder einen neuen Podcast. Der ist ja hier als Video in dieser Form zu sehen und zu hören. Ja, und das wäre so dieses Angebot, das ich dir machen kann. Es ist so, so wichtig, dass wir mit unseren Themen, mit unserer eigenen Natur in den Prozess gehen. Und dass wir uns auch da manchmal begleiten lassen, ist eine wunderschöne Sache. Das kann so ein Podcast sein, das kann dein Tagebuch sein, dein Journaling, das du machst, das können deine Freunde sein, das kann aber auch ein Coaching sein, das du in Anspruch nimmst. Und eben genau diese Ausbildung für so ein gutes Coaching anderen zu geben, investiere ich zurzeit ganz viel meiner Zeit und Energie und meines Herzblutes. Ich hoffe, das hier hat einen Mehrwert für dich und ich freue mich immer, wenn du mir schreibst. Und wie gesagt, hüpfe auch rüber einmal in den Videoblog, denn da erhältst du auch ganz viele Themen zum ganzen riesigen Themengebiet der Schöpfungskraft, unserer eigenen Schöpferkraft, die wir in uns tragen. Du kannst alles, was ich hier auf die Kunst beziehe, auf das Malen, das Zeichnen, auch das Schreiben, kannst du auch auf alle anderen Dinge in deinem Leben übertragen, die du manifestierst. Ich wünsche dir viel Freude dabei und wünsche dir eine inspirierte Zeit.